So, Freunde, es sind noch 4 Minuten zu spielen. Der FC führt 3-2 in Wolfsburg. Es ist ein sehr nervenaufreibendes Spiel, deswegen muss ich ab und zu mal rüber gucken auf den Bildschirm, beziehungsweise auf die Leinwand. Und, der musste der Schwebe aber nochmal halten. Also das Spiel steht im Moment 3-2 für den FC. Es hätte aber auch ehrlicherweise genauso gut 3-2 für Wolfsburg stehen können. Toni hat wieder zweimal zugeschlagen, um das Spiel ganz kurz Revue passieren zu lassen, obwohl es noch nicht alle ist. Wir gehen 1-0 in Rückstand. Also da muss ich fragen, Leute, das kann einfach nicht sein, wie ich so ein Tor fangen kann. Freistoß für uns und wir lassen uns dann auskontern. Ja? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Da muss ich, also da mache ich dann immer einen Trainer einen Vorwurf, sondern da muss ich den Spielern einen Vorwurf machen, die da hinten das sagen haben. Da muss ich sagen, Freunde, hier kommt mal ran, hier, so nett, wir sind hier in Unterzahl, die sind schnell, das war uns allen bewusst, dass die schnell und gut kontern können mit Luke Bacchio und Weghorst und Baku, das sind alles eminent schnelle Leute und auch noch obendrein kopfballstark. Dann machen wir das 1-1. Etwas glücklich, aber erstmal die Vorarbeit von Hector, der den Ball nicht verloren gegeben hat, und die Vorarbeit dann von Duda. Und ja, Kainz trifft den Ball nicht richtig, macht dann der Latte. Aber Toni hat blitzschnell reagiert und war mit dem Kopf da und hat das 1-1 gemacht. Und dann lassen wir uns wieder ein... haut der das... Wer war denn das? Oh, ans Lattenkreuz, der Toni. Da hätte er fast 3 gemacht. Ich hoffe, 4 Minuten lässt er nachspielen. Ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ja, ein Freistoß für uns, der wieder vorne beim ersten Mann runterkommt, ja, und laufen dann wieder in Konter und liegen 2-1 zurück. Es ist eigentlich ein offenes Spiel gewesen. Ein sehr unterhaltsames Spiel. Spannend für alle Kölner natürlich. Und dann, ja, machen wir das 2-2 durch, ja, wir hatten das 2-2, ja, durch so ein querches Ding vom Schindler und der Ball, Benno Schmidt schießt, Schindler kriegt den Ball irgendwie und Toni reagiert blitzschnell und Ut macht mit der Brust rein zum 2-2. Und dann waren eben Chancen hüben wie drüben und ja, der Toni ist einfach da, nach einer Sahneflanke vom Schindler nickt der Toni das Ding rein. Jetzt wollen wir gucken, ob wir das noch über die Zeit bringen. Es ist natürlich Gold wert, Leute. Guckt euch mal die anderen Ergebnisse an. Ich weiß nicht genau, wie es ausgegangen ist. Stuttgarter verlieren 5-0 zu Hause gegen FC Bayern. Und Arminia Bielefeld führt im Moment 2-0 gegen den VfL Bochum. Und Mainz 05 führt 4-0 gegen die Hertha aus Berlin. So, wenn das Ding jetzt halbwegs über die Bühne geht und wir haben 3 Punkte gemacht, dann, ja, dann haben wir 22 Punkte und eben halt, wie gesagt, noch das sogenannte Bonusspiel gegen den VfB Stuttgart, der das heute eigentlich gar nicht schlecht gemacht lassen. Nicht schießen, Mensch! Gut, und... oh, der Bonau, das hätte noch gefehlt, dass der auch noch trifft. Nee, ist vorher abgepfiffen. Freunde, ganz ruhig. Ich meine, ihr werdet es ja wahrscheinlich aussehen. Was ich noch sagen muss, bevor das 2-1 fällt, da muss der Hübers natürlich anders hingehen. Dem muss er faulen, auf die Gefahr hin, dass er eine gelbe Karte kriegt. Ansonsten war es eine arrangierte Leistung, muss ich sagen. Und auch Luis Schaub hat seine Chance genutzt, ein richtiger Aktivposten gewesen. Wenn der Junge noch etwas schneller wäre, genau, Baumgart, wechsel nochmal aus, dann wäre es natürlich allererste Sahne. Und man hat auch gesehen, Janis Horn ist auch wieder zurück. Er spielt in der, ist reingekommen auf die linke Seite. Davor ist Jonas Hector ins Mittelfeld gegangen. Und das hat sich meiner Ansicht nach schon ein bisschen bemerkbar gemacht. Der Jonas Hector ist eben halt im Mittelfeld ein sehr, sehr wertvoller Mann. Zumal uns heute auch noch Lubicic ausgefallen ist. Und das ist verständlich. Wir hatten jetzt ausgewechselt da. Ein Ut. Der ist ja auch egal. Da müsst ihr jetzt gleich Feierabend sehen. Ja, Freunde, ich wünsche euch einen guten Nächtles. Meine Nacht ist auch gleich rum. Ich muss früh raus. Und dann sehen wir uns die Woche bestimmt nochmal vor dem Stuttgart-Spiel. Freut euch alle. Also ich bin aus dem Häuschen. Ich hätte heute auch ein 3-1 für Wolfsburg getippt. In Wolfsburg hängen die Trauben immer hoch. Feierabend. Feierabend. 3-2 gewonnen, Freunde. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bleibt alle gesund. Bis dahin. Tschüss, euer Olli.